Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Religion spricht so viel vom Ziel, vom Kreuz, manchmal so kompliziert, dass man es gar nicht mehr versteht. Man hält Traditionen ein, aber das führt alles nicht zum Ziel, sondern die Bibel sagt uns, Jesus. Wenn wir nicht die Gemeinschaft mit Jesus haben, kommen wir nicht ans Ziel. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wie ihr wisst, war ich ja auf einem Segeltörn und hat mich sehr, sehr inspiriert und habe ja auch schon einige Predigten über verschiedene Themen gehalten, aber heute ist der Kurs dran. Und wenn wir auf eine Reise gehen und wenn Sommerzeit ist, hauptsächlich in der Sommerzeit, dann nehmen wir die Landkarte raus. Also du sagst, das ist was Altmodisches. Ich habe ein Navi, ja, ich auch. Aber ich weiß noch die Zeit, als wir die Landkarte genommen haben. Und dann haben wir geschaut, wo geht es hin und wo muss man abbiegen. Und ihr seht schon, also heutzutage spricht man ins Navi und das versteht einem meistens. Die Karten waren gar nicht so unkompliziert. Und manchmal musste man auch seinem Beifahrer sagen, du dreh sie rum, weil dann steht sie richtig rum. Und ich hatte mal einen guten Freund, mit dem haben wir eine Orgel zusammengebaut, also keine Pfeifenorgel, eine elektronische. Da habe ich mein ganzes Elektronikwissen her. Und er war Ingenieurkunde, aber keine Karten groß lesen. Und ich bin gefahren, er hat die Karte genommen und ja, nach einem Kilometer sagt er, du da hinten hättest abbiegen sollen. Ja, so viel zu Navigation, ja. Aber das ist wirklich, also wir suchen uns, wenn wir wohin wollen, und ich denke, einige von euch, die noch da sind, noch nicht im Urlaub sind, die schauen schon, wo geht es hin. Ja, so suchen wir uns eigentlich raus, und wenn wir losfahren, wissen wir meistens, wo wir hinwollen, und wir kommen dann ja, meistens ans Ziel. Wir haben aber auch unsere Navis in unseren Autos. Wir wissen das, wo wir uns eingeben. Und Navi ist gut, solange es geht. Wir hatten auch mal eine Fahrt, da haben wir die Schwiegereltern in der Reha besucht und haben einen Namen eingegeben und sind dort angekommen. Nur den Ort gab es zweimal. Okay, musste man in die andere Richtung. Und kennt ihr, was Navigationsgeräte sehr gerne tun? Wenn möglich, bitte wenden. Kennt ihr das? Wenn möglich, bitte wenden. Und das ist aber auch ein Ausspruch für unser Leben. Wenn wir in unserem Leben nicht richtig irgendwo laufen, sollte eigentlich etwas in uns sein. Und das ist der Heilige Geist, der das sagt, wenn möglich, bitte wenden. Und da möchte ich euch heute so ein paar Dinge sagen. Gott hat uns eine Landkarte gegeben für unser Leben, wo es hingeht. Und da ist es auch wichtig, dass wir Landkarte lesen können. Die Landkarte ist nicht vom Automobilclub, die schon, aber die, die er uns gegeben hat, das ist das Wort Gottes. Und da steht genau drin, wie das Leben funktioniert, wo es hingeht und wo wir auch herkommen. Da steht so vieles drin. Und ihr Lieben, unsere Reisen sollten wirklich zielgerichtet sein. Kennt ihr das? Ihr habt einen Tag frei. Ihr sagt, oh, morgen gehen wir irgendwo Schönes hin. Kennt ihr das? Wo gehen wir denn hin? Ach, ich weiß nicht. Kennt ihr das auch? Man sitzt im Auto, fährt los. Man kennt den Weg bis zur Hauptstraße, bis zur Autobahn. Wo fahren wir jetzt hin? Ja, fahr mal rechts. Und dann irgendwo landet man dann, manchmal war es schön, manchmal sagt man, wäre man lieber daheim geblieben. Aber man fährt praktisch ins Blaue, wisst ihr. Und man fährt ins Blaue. Und so war für mich auch die ganze Bootsfahrerei.
Ja, Mummelsee, das ist ja ein See in unserer Region. Der ist nicht sehr groß, aber ist ein See, hat Tretboote. Und dann fährt man 3-4 Runden im Kreis rum und es war einfach schön. Punkt, fertig. Wisst ihr, man kommt wieder am gleichen Ding an und sagt, naja, okay, man war wieder ein Stück auf der Reise. Und so, die Reise ins Blaue, so leben manche Christen auch ihr Leben. So richtig ins Blaue, ha, fahr mal einfach los, wir gucken mal bei dort vorbei und gucken mal da vorbei, lesen mal jenes und das und jenes, aber sie haben kein Ziel. Und wenn du kein Ziel hast, kannst du auch nicht an einem Ziel ankommen. Dann gibt es Ziele, die nicht schlecht sind, aber nicht das wichtigste Ziel sind, das ist Wohlstand. Wohlstand ist nicht schlecht, wie der eine Junge auch meinte, er will Opa werden und hat dann wurde gefragt, warum willst du Opa werden? Der hat immer Geld. Also Wohlstand ist nichts Schlechtes, aber nicht unbedingt das einzige biblische Ziel. Unsere Ziele sind momentan auch Altersversorgung. Das ist eine ganz wichtige Sache und sollte man auch tun, aber ist nicht das Hauptziel. Berufliche Ziele. Ganz besonders, wenn wir jung sind, haben wir Ziele. Und wenn wir ganz jung sind, dann gibt es ja die Eisenbahn, die Flugzeuge und Schaffner und was auch alles. Später sind es dann meistens andere Berufe. Wir müssen unser Endziel kennen. Und den Weg zum Ziel, ihr Lieben, ist keine Autobahn. Der Weg zum Ziel hat einen Namen. Und das steht in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, sagt der Herr Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Er sagt, ich bin der Weg. Ja, wenn er der Weg ist, sollten wir eigentlich auf diesem Weg gehen. Es gibt aber so viele unterschiedliche Wege. Und wir sollten auch wirklich das, was er in sein Wort geschrieben hat, ernst nehmen. Wir sollten uns daran halten und es auch tun. Wisst ihr, genauso mit dem Autofahren oder mit dem Wandern. Wenn man sich nicht daran hält, an die Ratschläge, gerade wenn wir Flachland-Tiroler von Karlsruhe in die Berge gehen und es heißt irgendwo, es ist ein sehr schwieriger Grat und an verschiedenen Stellen geht es steil runter, dann musst du wissen, kannst du das oder kannst du es nicht? Wenn wir sagen, oh, ich komme immer irgendwo, das ist ganz einfach. Letzte Woche waren wir im Botanischen Garten, haben ein bisschen was fürs Fernsehen gemacht. Ah, da ist einfach rumzulaufen. Ach, Laufen ist Laufen. Dann kommst du aber her und auf einmal sagst du, boah, 1000 Meter runter, verträgst du das? Also man sollte sich daran halten und dann es auch tun. Und so ist auch das Wort Gottes, ihr Lieben. So viele Ratschläge, so viele Dinge, wie unser Leben funktioniert und wir sollten es auch tun, weil dann haben wir auch die Gewissheit, dass wir ans Ziel kommen. Ja, es gibt auch Wege, ihr Lieben, die nicht ans Ziel führen, die so toll manchmal aussehen. Zum Beispiel Kirche. Wir sitzen mittel in einer Kirche drin, aber nicht die Kirche führt ans Ziel, sondern Jesus. Wenn wir nicht die Gemeinschaft mit Jesus haben, kommen wir nicht ans Ziel. Religion spricht so viel vom Ziel, vom Kreuz, von verschiedenen Dingen, manchmal so kompliziert, dass man es gar nicht mehr versteht. Man hält Traditionen ein und macht Dinge, aber das führt alles nicht zum Ziel, sondern die Bibel sagt uns, Jesus führt zum Ziel. Wir sollen beten, wir sollen, dürfen auch fasten, wenn wir das wollen, wenn es der Herr uns aufs Herz legt, selbstverständlich. All die biblischen Dinge selbstverständlich tun. Aber die Menschen haben so vieles drumherum gebaut und dann schreibt man darüber praktisch Religion, aber nicht alles, was Religion ist, führt wirklich ans Ziel. Und auf dem Weg zum Ziel kommt dir so manches irgendwo über den Weg, wo du auf einmal sagst, wow,
Das ist eine großartige Sache. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel die riesige Orgel, die wir haben. Das ist eine großartige Sache. Sie ist ja Europas größte Kombinationsorgel, Luft und Digital, 107 Register. Ich kann mich so in dieses Instrument verlieben, aber du kannst dich so, dass es dein Hobby wird, dass du vernarrt bist in das Ganze und dass du nichts anderes mehr tust. Und dann bist du auf dem Weg, findest du irgendwas, das ist keine Sünde, aber es hält dich vom Weg ab, ans Ziel zu kommen. Weil das heißt nicht, dass man immer Orgel spielen soll, versteht ihr? Oder das Hobby ausüben. Aber es ist wichtig, dass wir trotz alledem, was wir haben, was wir tun, ans Ziel kommen. Genauso der Leuchtturm, den ich heute hier hergestellt habe. Ihr Lieben, das ist ein Leuchtturm, wie wir viele Bibelstellen auch kennen, vom Leuchtturm, sei ein Licht und so weiter. Aber wir dürfen uns nicht in den Leuchtturm verlieben, sondern an das Licht, das Jesus Christus ist. Ein Leuchtturm ist dazu da in der Seefahrt, dass man sieht, hier ist Land, hier ist Gefahr, pass auf, sonst rammst du irgendwelche Felsen. Ja, ich bin auch ein Fan, Leuchtturm und Wasser, ihr wisst das, das ist für mich alles so eine Sache, wo ich, wow, da ist Freiheit, da ist Perspektive, da sind Dimensionen, aber nicht der Leuchtturm ist es, sondern das Ziel. Und ihr wisst, ich habe euch viel von diesem Segeltörn erzählt und als wir da unterwegs waren, habe ich zum ersten Mal auf einem Boot erlebt, dass man ein Ziel anpeilt. Alles andere war so ein Spaßhalber. Aber wenn du wirklich auf dem Meer bist, wirklich auf dem Meer des Lebens bist, dann brauchst du ein Ziel, sonst liegst du irgendwo auf einer Seite oder rammst du irgendwas. Du brauchst ein Ziel, weil du willst ja auch weiterkommen. Wir wollten jeden Abend in Hafen oder eine Bucht anlaufen. Damit, das war unser Ziel, um dort wieder, von dort aus wieder weiterzukommen. Und stellt euch vor, ihr geht in Urlaub und sagt, ist doch mir egal, ich fahre so eine Stunde in Karlsruhe rum, ich bin Auto gefahren. Das ist doch wie Urlaub, sage ich euch nicht, in Karlsruhe sowieso nicht, nur Baustellen. Aber das ist doch wie Urlaub, schau mal, und wir sind wieder zu Hause, haben wieder unser eigenes Bett. Was ist doch das für großartig? Das hat nichts mit Urlaub zu tun, das hat nichts mit Ziel zu erreichen. Zu tun, sondern das hat was auch mit Kreislauf zu tun, Kreisverkehr, immer wieder im Gleichen. Wisst ihr, das Volk Israel ist 40 Jahre im Kreis rumgegangen und ist nicht ans Ziel gekommen. Und dass ihr ans Ziel kommt, da möchte ich heute euch so ein paar Dinge noch sagen. Es ist so wichtig, ihr Lieben, wir erreichen das Ziel, wenn wir eine Reiseroute haben. Du sagst auch, ich fahre, nehmen wir mal an, du fährst nach Hamburg. Ja, ich fahre über Hannover. Ich fahre über Leipzig, weil dort besuche ich noch jemanden oder so. Du hast eine Reiseroute. Und ihr Lieben, die Reiseroute ist vielleicht nicht der direkte Weg, aber du hast eine Reiseroute und du kommst am Ziel an. Und das ist auch wichtig, dass wir für unser Leben ein Ziel haben, eine Reiseroute haben und nicht nur eine Kirche, nicht nur Religion, wo wir einfach da sitzen und sagen, Gott macht schon alles recht und irgendwann werde ich mal bei ihm sein. Da musst du wirklich aufpassen, ob das wirklich dann eintrifft. Denn er hat uns gesagt, wir sollen auf dem Weg gehen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sollen am Ziel ankommen. Er hat nicht gesagt, ich beam euch einfach ans Ziel und dann seid ihr dort. Nein, es ist unsere Aufgabe, zum Ziel zu gehen. Und ein guter Start sagt nicht immer, dass du das Ziel erreichst. Es heißt nicht, wenn du startest, dass du auch ankommst. Es heißt nicht, wenn du Christ bist, dass du auch am Ziel ankommst. Ihr Lieben, wir haben einen Weg zu laufen, nicht keinen religiösen Weg, wo man sagt, oh Gott, das Schwert hängt dauernd über mir. Nein, sondern wir sollen Freude am Leben haben, aber nach den Werten der Bibel laufen. Und das macht am meisten Freude, stimmt's? Eine Zielverfehlung des Lebens kann ewige Folgen haben, wenn du kein Ziel hast. Der Heilige Geist hilft uns, Kurs zu halten. Wisst ihr, so die Stimme in uns drin, die sagt,
Schau mal, ist das wirklich richtig, was du tust? Ist das wirklich richtig? Gehst du, handelst du gerade richtig? War das gerade richtig, wie du diesem oder jenem begegnet bist? Versteht ihr, das ist der Heilige Geist in uns, der uns wirklich da auch hilft, Kurs zu halten. Ich habe was gelernt, bin kein Profi drin, aber ihr Lieben, einordnen hat mir noch nie was gesagt. Nicht einordnen, sondern einordnen. Was hat was mit Norden zu tun? Da nimmst du so einen Kompass, da ist ein Faden drin, hier ist ein Vergrößerungsglas drin und du nimmst eine Karte und ich will euch das ein bisschen vorführen und du nimmst die Karte. Also dein Leben, du nimmst die Karte und schaust eine gerade Linie bis Norden praktisch mit dem Zeiger des Kompasses übereinstimmt. Und dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt hier hochgehe, ist auch das Ziel genau dort. Ich möchte es euch vielleicht mal mit der ganz einfachen Straßenkarte sagen. Wisst ihr, wenn ihr fährt, und ihr habt dann die Straßenkarte und dann, ja, wenn du sagst, ach ja, oben ist Düsseldorf, fahr einfach nach oben. Ja, aber Norden ist eigentlich so. Und ihr Lieben, es ist wichtig, wenn wir die Karte unseres Lebens bekommen haben, das Wort Gottes, dass wir wirklich, ich habe hier das so gemacht auf eine Bibel, einen Kompass, lieben, dass wir wirklich auch die Bibel nehmen und dann sagen, Herr, wo ist dein Norden? Wo ist dein Norden? Und die Predigt hat eigentlich einen Auslöser von unserem Skipper, mit dem wir unterwegs waren. Ich habe ihn eine Frage gestellt, kannst du mir sagen, in einer Situation, wo ich eine Entscheidung treffen musste, soll ich das tun, soll ich es nicht tun? Dann sagt er, wo ist dein Norden? Entscheide so. Und ihr Lieben, unser Norden ist das Kreuz. Das, was da geschehen ist. Und in der Bibel findest du den Weg zu dem Norden. Du findest den Weg nicht zu dem geografischen Norden, da hast du so einen Kompass wie diesen, aber du findest den Weg zu dem Norden mit der Bibel. Und egal, wo du in deinem Leben bist, egal, wo du bist, ihr seht hier, ich kann hier herumlaufen, egal, wo du rumläufst, die Bibel zeigt dir, von dem Platz, wo du stehst, wo der Norden ist. Oh Herr, ich habe so gesündigt. Ich glaube, du liebst mich nicht mehr. Ich kann nicht mehr zu dir finden. Nein, im Wort Gottes findest du immer wieder den direkten Weg zu ihm. Der Norden bleibt immer der Norden. Der Norden bleibt immer der Norden, egal wie du gefallen bist, egal wie du jubelst, ob du irgendwo fliegst oder U-Boot fährst. Der Norden, der biblische Norden bleibt immer der Norden und dieser Norden ist der einzige, der zum Ziel führt. Und wisst ihr, auch in der Seefahrt, und hier habe ich so eine Übungskarte von der Seefahrt, in der Seefahrt, wenn man nicht weiß, wo der Norden ist, findet man auch die anderen Ziele nicht. Man muss den Norden kennen und dann gibt es eine Skala von der Abweichung, 330 Grad Abweichung, und ihr seht hier oben 107 Grad, 111 Grad und so weiter, Abweichung. Und dann kannst du sagen, so viel Grad rüber, dann komme ich in das Ziel, so viel Grad rüber, komme ich in das Ziel. Und das ist auch jeder Hauch deines Lebens, tut dich in eine andere Richtung eigentlich bringen. Und da ist es wichtig, dass du wirklich einen Kompass hast, das heißt ein Wort Gottes, wo dir den Weg zeigt zum Ziel. Stimmt's? Weil das, der Norden, das ist die Realität. Da gibt es so viele Ablenkungen, da eine Ablenkung, dort und komm doch daher und die Religion und jene Religion und dies und jenes. Ich sag dir, es gibt nur ein Norden, es gibt nur ein Gott und es gibt nur ein Weg zu ihm. Dieser Weg führt nicht über die Kirche, sondern es ist eine persönliche Beziehung, wo du sagst, ja Herr, ich gehöre zu dir. Ich gehöre zu dir.
Und das, ihr Lieben, ist dein Norden und das ist so wichtig. Egal wo du bist, du kannst immer die Abweichung von deiner Stellung sehen. Bin ich wirklich noch eingenordet? Habe ich noch die Richtung oder habe ich wirklich den Weg verlassen? Und manchmal locken dir Dinge im Leben, wo du sagst, ach ja, auch nicht schlecht. Und ja, und könntest ja mal auch mit Esoterik probieren, könntest auch mit Okkultismus probieren. Du bekommst ja diese Sachen schon irgendwo vom Katalog und kannst sie überall her bestellen. Und ja, kannst mal probieren mit solchen Kräften, mit solchen Kräften. Ich sag dir, du verlässt den Norden der Bibel. Den Norden vom Wort Gottes. Und dann kannst du, wenn du dann zu Gott kommst, findest du ihn nicht. Es sei denn, du gehst wieder zurück und sagst, ja, Herr, zeige du mir den Weg. Und über diese Umwege kommst du nicht hin, aber du kannst wieder deine Karte einordnen. Und ich möchte auch heute zu dir sagen, du kannst auch heute dein Leben nehmen und wieder neu einordnen und kannst sagen, Herr, danke, zeige du mir den Weg. Die Bibel ist immer dein Bezugspunkt. Ihr Lieben, dein Bezugspunkt, dein Norden für alles. Dein Norden für alles. Und bevor du irgendwie eine Entscheidung triffst, gleich's ab mit der Bibel. Ist das wirklich auch Gottes Wille? Du brauchst nicht immer eine prophetische Zusage, sondern es steht so viel in der Bibel. Zum Beispiel, Heilung ist für dich. Steht in der Bibel, da musst du gar nicht nachfragen. Dein Norden muss auch Gottes Norden sein. Wenn sich das nicht deckt, dann ist Gefahr da. Das Leben zeigt dir viele Norden, habe ich euch gerade gesagt. Du hast für dein eigenes Leben Autorität. Du kannst selber für dein Leben entscheiden. Sei überzeugt, dass Gottes Wege gesund sind. Sie sind gesund. Wir lesen in 5. Mose 5, 33. Wandelt auf dem Weg, den euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohl geht. Wandelt auf dem Weg. Und ich sage dir, gestalte dein Leben nach den Vorgaben des lebendigen Gottes. Nur dieser Weg bringt auch wirklich Frucht und sei wirklich klar, sei klar, denn die Welt, die vielleicht Christus nicht kennt, Jesus nicht kennt, die sieht, wenn du klar zu der Sache stehst. Wenn du sagst, naja, vielleicht gibt es auch was anderes, und sagst, das kennen wir alles. Wenn du aber sagst, ja, ich bin überzeugt und sie sehen es an deinem Handeln, dann bist du auch wirklich glaubwürdig. Wenn du den Norden kennst, kommst du an alle Ziele, wo der Herr dich haben möchte. Wenn du deinen Norden kennst und nicht eine Fahrt ins Blaue machst und sagst, ja, Christsein ist so schön, irgendwo geht alles, mit dem Herrn wird alles irgendwo gut. So steht es nicht in der Bibel, sondern wir sollen zielgerichtet sein. Ihr Lieben, auch ein religiöser Norden ist nicht der Norden der Bibel. Wo es heißt, du musst so lang das tun, du musst das tun. Und wenn du nicht das tust und jenes tust, ihr Lieben, das, was nicht aus der Bibel ist, das ist nicht der Norden, sondern das ist gut gemeint von Menschen. Und da müssen wir aufpassen. Wisst ihr, was im Norden steht der Bibel, da steht über Heilung 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Herr, der dich heilt. Da an der rechten Seite sind ein paar glücklich. Okay, über Unmögliches, Lukas 18, Vers 27. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Das ist Norden, ihr Lieben. Das ist ein Norden deines Lebens. Für Versorgung, der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist Kurs des lebendigen Gottes. Möchtest du diesen Kurs gehen? Worte aus der Bibel sind Ermutigung, ihr Lieben, manchmal auch Ermahnung. Das hören wir nicht so gerne, aber das ist auch, ihr Lieben, wenn es stürmt, dann muss man trotzdem
gegen den Wind das Ziel erreichen. Ich habe euch in einer anderen Predigt gesagt, wie sowas geht. Gegen den Wind das Ziel erreichen. Das ist möglich. Gleiche deinen Kurs mit der Bibel ab. Als wir da auf dem Meer waren, war unser Skipper immer auch neben uns gestanden, als wir gefahren sind, mit seinem iPad und hat geschaut, ob wir wirklich auf Kurs fahren. Und ihr Lieben, unser Herr schaut auch, ob wir auf Kurs fahren. Und gleiche du mit der Bibel den Kurs mit dem Herrn ab. Wie gesagt, da brauchst du nicht große Prophetien. In der Bibel hat es so viele Seiten, wo so viel drinsteht. Und ihr Lieben, wir haben zu Ende der Reise dieses Kistchen bekommen. In diesem Kistchen ist ein Kompass drin. In diesem Kistchen ist ein Kompass drin und außen steht drauf, bleib auf Kurs. Und das möchte ich auch euch heute zurufen. Bleibt auf Kurs. Ich möchte euch nicht zurufen, bleib ein Christ, sondern bleib auf Kurs. Es gibt so viele Christen, die verloren gehen, weil sie nur den Namen tragen oder auf der Steuerkarte eingetragen sind. Ihr Lieben, Christsein heißt, mit Jesus zu leben. Und das ist eine Entscheidung. Bleib auf Kurs, das Ziel lohnt sich. Und ich sag dir, habe Freude am Leben. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.